Fans von Guillermo del Toro anwesend? Wenn ja, dann habe ich für euch einen krassen Vampir-Comic basierend auf seinem mit Chuck Hogan geschriebenen Roman The Strain. Womit könnte man den 20. Oktober besser begehen? David Lapham und Mike Huddleston haben die auch als Fernsehserie umgesetzte Reihe zu einem sechsteiligen Comic gemacht, der es in sich hat. Leider sind nur die ersten beiden Paperbacks bei Panini erschienen. Ephraim Goodweather, Chef des CDC-Teams, wird zum Flughafen gerufen, auf dem sich in einem Flugzeug Merkwürdiges abgespielt hat. Alle Insassen sind tot, bis auf wenige Ausnahmen. Sie scheinen alle friedlich eingeschlafen zu sein. Außerdem findet man dort eine Kiste voller Erde, mit der ein uralter Vampir ins Land gekommen ist und die Passagiere gesnackt hat. Und damit beginnt die Vampirseuche. Goodweather, der alte Vampirjäger Abraham Setrakien und Kammerjäger Vasili Fett nehmen den Kampf auf und jagen den Meister, der Hilfe vom industriellen Parker bekommt, der sich dadurch Unsterblichkeit verspricht. Abgefahrener Vampirhorror mit spannender Story, von der leider nur die Umsetzung des ersten Romans auf Deutsch erschienen ist, was äußerst schade ist, denn The Strain kann echt was.